soll der Bund Schweizer Online-Medien und Zeitungen mehr fördern. So ganz grob geht es um das im neuen Massnahmenpaket zugunsten von der Schweizer Medien, wo wir am 13. Februar darüber abstimmen. Und da gibt es Leute, die sind dafür, wie zum Beispiel Marina Bolzli, 41 und Journalistin vom Berner Online-Medium Hauptstadt. Oder Aline Drede, 38, Nationalrätin und Fraktionspräsidentin der Grünen, die sich für eine Förderung der Schweizer Medienlandschaft einsetzt. Und dann gibt es Leute, die sind dagegen, wie zum Beispiel der Ronny Grob, 46, und Chefredakteur vom Debattenmagazin Schweizer Monat. Oder der FDP-Nationalrat Christian Wasserfaller, 40, der findet, dass es so ein neues Mediengesetz nicht braucht. Sie vier werden mit mir diskutieren, und zwar am 26. Januar, am Abend in Sydney, im Bistro vom Gymnasium Thun Shadow. Und du bist hoffentlich mit dabei. Ich freue mich, du kannst dich live vor Ort oder via Livestream. Du findest den Livestream aufgeschaltet auf unserer Webseite www.generationentandem.ch. Man sieht sich nächstes Mal.